Jahre zurück und Heimo Pfeifenberger hat damals den Siegestreffer erzielt. Ja, und von ihm erwarten sich die Rapid-Fans auch heute das eine oder andere wichtige Auswärtstor. Heimo Pfeifenberger steht auch im Mittelpunkt der ersten gefährlichen Torszene in diesem Spiel in der 8. Minute. Ausschuss von Konsel. Rapid, das an sich sehr vorsichtig begonnen hat. Hier Foul von Janonis an Pfeifenberger und Schiedsrichter Finzinger entscheidet auf Elfmeter. In Zeitlupe, der sonst sehr umsichtige Libero von St. Pölten bringt Pfeifenberger zu Fall. Elfmeter, Rodax läuft an, 1:0 für Rapid, das zweite Saisontor von Gerhard Rodax. Aber die St. Pöltener lassen sich da nicht beirren. Sie kontern. Schinkels, Scheinbauer und Roseneggers Kopfball. Konsel hält. Gleich darauf die nächste gefährliche Situation. Kotmeier und wieder ist Konsel zur Stelle. St. Pölten übernimmt immer mehr das Spielgeschehen und Schinkels zieht die Fäden im Mittelfeld. Heiden und Kotmeier über das Tor. Der Sturmlauf von St. Pölten geht weiter. Hans Krankl kann es gar nicht fassen. Roseneggar und ganz knapp vorbei. Das hat er wunderschön gemacht. Hier Freistoß nach Foul an Milewski. Wir sind in der 38. Minute. Und Rotterschuss, Konsel hält. Dann Kottmeier. Und Konsel auf der Linie. Viel Glück für Rapid. Es bleibt beim 1:0. Eckball. Und wieder Kotmeier und einmal mehr finden die St. Pöltener in Michael Konsel ihren Meister. Aber das Duell St. Pölten gegen Michael Konsel geht weiter. Foul an Steinbauer. 40. Minute. Wieder Freistoß. Und wieder schießt Rotter. Und der Ball passt ganz genau. Der mehr als verdiente Ausgleich für die Niederösterreicher. 1:1. Ein super Tor. Gut 30 Meter Entfernung. Teamspieler Rotter, Leopold Rotter, gleicht aus 1:1. Das ist der Pausenstand. Und in derselben Tonart geht es in der zweiten Halbzeit weiter. St. Pölten macht Druck, ist einfach aggressiver, bissiger. Spielt so, als ginge es um den Meistertitel. Kotmeier. Und er überhebt nicht nur Konsel, sondern auch das Tor. Pfeifenberger. Und diese Situation zeigt die ganze Unsicherheit. Einfach inkonsequent in der Rapidverteidigung. Steinbauer. Und hier ist zur Stelle Roseneggar. So viele Chancen hat er in der ersten Halbzeit vergeben. Aber in der 55. Minute kommt er doch zu seinem Treffer. 2:1, erstmals Führung für St. Pölten. In der Zeitlupe sehen wir ein schwerer Fehler von Franz Weber und erstmals führt St. Pölten. Aber damit geben sie sich nicht zufrieden. Ramusch, ganz alleine, wieder Roseneggar. Völlig konfus die Rapid-Verteidigung in dieser Phase des Spiels. Und nur Michael Konsel ist es zu verdanken, dass es nur 2:1 steht. Schinkels. Und der Ball passt ganz genau. 3:1 in der 60. Minute. Frankie Schinkels, neuerdings ja auch Teamspieler, der zweite neben Leopold Rotter und Hans Krankl wundert sich. Rapid drängt dann noch zu Ende des Spiels, aber zu mehr als zum Anschlusstreffer durch Jana geführt, durch die der 90. Minute reicht es nicht. St. Pölten gewinnt 3:2. Das ist also die erste große Überraschung gewesen und jetzt zum absoluten